Tag zusammen. Schönen guten Morgen. Tag. Guten Start und allen. Moin zusammen. Moin. 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 Alles gut? Ja. Morgen. Wie ist die Erwartungshaltung in der neuen Saison? Die Erwartungshaltung, das ist schwierig. Wenn man den Schwung aus der Rückrunde mitnehmen kann, dann rechne ich schon damit, dass das ganze Potenzial hat, da nicht unbedingt oben mit anzugreifen, aber zumindest sich in einstelligen Tabellenbereichen auf jeden Fall aufzuhalten. Bin gespannt auf die ganzen Neuzugänge und wie das Mannschaftsgefüge jetzt, wo ja doch der ein oder andere abgegangen ist, freiwilliger oder unfreiwilliger Natur, wie das Ganze jetzt hier in der neuen Saison dann aussieht. Was sagst du Neuzugängen? Bis jetzt eigentlich bin ich echt happy, muss ich sagen. Auch jetzt am Wochenende noch der neue Zugang, der da für die Außenbahn vermeldet wurde, sah eigentlich ganz vernünftig aus. Vor allem variabel dann auch im Sturm einsetzbar. Das finde ich dann auch ganz, ganz angenehm und lass mich einfach mal überraschen. Macht der Vorstand einen guten Job von Aachen? Soweit ich das als Laie und Sponsor bewerten kann, würde ich schon sagen. Macht auf jeden Fall auf mich persönlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Vor allem eben die Fannähe und man merkt einfach, dass das Herz bei denen auch schwarz-gelb schlägt. Und ich glaube, das ist vor allem hier in Aachen sehr, sehr wichtig. Moin! Hallo! Hallo zusammen. Tag, schön stabil stehen, Kniegelenk, Sprunggelenk, Hüftgelenk, schön in einer Flucht, ja schön drin, schön Druck rein in den Boden, hopp, gut stehen bleiben, hopp, also hier könnt ihr schön durch, tak, 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 tak und dann raus, hopp, jawohl, genau, doch gerne Fach hoch und dann direkt daraus ab, aber ihr seht, was war da oben, nehmt die Dinge raus, Quatsch, nehmt die Arme mit. Jungs, nehmt euch mal. Seit 8 Monaten oder seit Öffnung. Nee, wenn du was ist, kriegst du drück die Kamera weiter. Ist ja auch alles. Raus!
Weiter, weiter, weiter! Dein erster Trainingseindruck? Trainingseindruck, die Jungen sind fit, soweit ich erkennen kann. Und macht wieder Spaß, man sieht es die Jungen an, ne? Damit sie wieder Freude haben, auf dem Platz zu stehen. Neuzugänge, was hältst du davon? Kann ich noch nicht beurteilen, da muss man abwarten. Ich bin aber öfters hier und dann kann ich mehr sagen. Was macht der Vorstand einen guten Job von Alemannia? Ja, finde ich schon. Die machen einen guten Job, auch hinter den Kulissen, ne? Was ja nicht immer für die Öffentlichkeit gut ist. Aber wird gut gearbeitet. Okay, danke schön. Wie war der erste Trainingstag? Ja, es ist ungewohnt, jetzt nach 5 Wochen wieder auf dem Platz zu stehen, aber es ist das, was wir lieben, Fußball zu spielen. Natürlich, jetzt werden wahrscheinlich die nächsten Wochen dann auch erstmal die Beine schwer sein, aber ja, wenn man sich den Rasen anguckt, dann ist es schön, wieder einfach Rasen unter den Füßen zu haben und Fußball zu spielen. Das hast du lange nicht gespielt, wegen Verletzung und so. Wie ist dein Gefühl? Was heißt lange nicht gespielt? Ich habe schon auch Spiele gemacht letztes Jahr in Essen. Natürlich nicht das, was ich sonst gemacht habe, aber mein Gefühl ist gut. Ich bin topfit. Ich habe Bock, Gas zu geben und dann erfolgreich zu sein. Dein persönliches Ziel in Aachen? Erfolgreich Fußball spielen. Und alles, was dann kommt, das werden wir dann sehen. Alles klar, danke dir. Wie zufrieden bist du mit dem ersten Trainingsauftakt? Ja, erste Training ist immer was Besonderes. Kommen alte und neue Gesichter zusammen. Ich glaube, der eine oder andere braucht immer ein bisschen Zeit, um sich auch zu akklimatisieren. Ich glaube, es war für das erste Training schon recht viel Tempo drin. Ja, da merkt man auch eine gewisse Vorfreude auf die neue Saison und dementsprechend ja, ist man zufrieden, aber man muss jetzt die nächsten Wochen einfach auch mal beobachten, wie sich gewisse Dinge dann auch entwickeln. Jetzt waren einige neue Neuzugänge dabei. Wann kommen die nächsten? Ja, wann kommen die nächsten? Ich möchte jetzt nicht hier irgendwelche zeitlichen Prognosen anstellen. Ich meine, mit Yannick Bangsow, Torhüter-Position sind wir relativ weit. Da gibt es noch
ja, letzte Details zu klären. Und dann ist ja der Wunsch, noch einen U23-Spieler dazu zu nehmen, um die U-Regel gut zu bedienen, aber auch möglichst mit Qualität. Und wir sind natürlich auch noch auf der Suche nach einem Stürmer zusätzlich, dass wir da auch in der Breite etwas besser aufgestellt sind, weil ja gerade auch Yannick Mause in der letzten Saison ja relativ viel verletzt war. Und da wollen wir auch auf der Position gerne noch etwas tun. Das heißt, dann sind die Personalien auch abgeschlossen? Oder ja, könnte noch so einer... Ja, grundsätzlich schon. Im Fußball soll man nie sagen. Man hat auch jetzt schon gemerkt, dass der Markt, gerade was dritte Liga angeht, überflutet ist. Einige Personalien, mit denen wir uns auch beschäftigt haben, sind jetzt noch nicht untergekommen, haben sich auch aktiv nochmal bei uns gemeldet. Aber wir werden natürlich auch aus finanziellen Gründen jetzt keine 5 oder 6 Spieler mehr dazunehmen können. Und dementsprechend müssen wir natürlich genau abwägen, was passt in unserem Rahmen und was macht auch sportlich Sinn. Ist die letzte Saison aus den Köpfen raus, der Spieler? Da müssen Sie in erster Linie die Spieler fragen. Ich glaube schon, dass die letzte Saison ganz gut abgehakt ist, weil es einfach mit einem positiven Ende die Saison dann auch beendet worden ist. Und es gilt eigentlich diese Euphorie, die man geschaffen hat, den Schulterschluss mit den Fans, dass man die auch in die neue Saison jetzt überträgt. Alles klar, danke schön. Gerne. Hallo Fuad. Hi, grüß dich, hallo. Nach der Supersaison, jetzt Neustart. Wie ist der erste Eindruck vom Team? Ja, es ist ja immer schwer zu sagen nach einer Trainingseinheit. Fakt ist, dass wir natürlich schon explizit nach den Jungs gesucht haben, die zu dieser Truppe passen. Wir wollten weiterhin mehr Tempo haben, wir wollten spielerische Qualität hinzugewinnen und wir wollten charakterlich natürlich einwandfreie Jungs haben mit der notwendigen Mentalität. Wir haben eine sehr schwierige Rückrunde gehabt, Gott sei Dank die Situation korrigiert. Wir wollen diese Euphorie, diese Emotionalität mitnehmen und dafür brauchen wir auch Jungs, die das Ganze auch punktuell verstärken können. Wir sind noch nicht am Ende, wir brauchen natürlich mindestens noch 2 Spieler, um das Ganze auch rund zu machen. Sprich Stürmer, noch ein U23-Spieler zusätzlich noch, der polyvalent einsetzbar ist. Wo ich denke, dass wir mit 20, 21 Feldspielern plus 3 Torhütern in die Saison gehen können, um auch vernünftig in der Breite aufgestellt zu sein. Die Neuzugänge, was ist der erste Eindruck von denen? Ja, natürlich sehr engagiert, ist ja normal, ne, dass jeder dann Vollgas gibt, um auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Der ein oder andere hat natürlich auch wenig Spielzeit gehabt nach Verletzungspausen, wie zum Beispiel in Sauerland, der jetzt auch in eine neue Rolle reinkommen soll, auch mehr an sich glaubt, mehr Selbstvertrauen tanken muss. Der ein oder andere war gestern noch unterwegs, natürlich aus dem Urlaub zurückgekommen, die dann auch ein paar Stunden in den Knochen hatten. Dementsprechend darf man das heute Morgen auch nicht zu überbewerten, auch nicht unterbewerten, aber wir haben eine kurze, knackige Trainingseinheit. Wir wollten den Jungs nach dieser intensiven Zeit auch, was die mentale Seite angeht, ein bisschen Ruhe gönnen. Dafür haben sie Hausaufgaben bekommen und deshalb wollen wir auch die Intensität im Training hochhalten, das heißt jede Einheit auch Vollgas geben. Jetzt die Testspiele gegen Rodda, vielleicht gegen Olpen, gegen Tel Aviv und so, das sind ja schon knackige Gegner. Ja, aber wer mich kennt, weiß, dass ich schon Gegner haben möchte, die uns alles abverlangen, auch in der Vorbereitung schon. Mir geht es da nicht um Ergebnisse, sondern mir geht es darum, wie wir agieren, wie wir handeln, dass wir da schon an die Grenzen gehen müssen, so dass wir uns nicht in der Vorbereitung feiern, sondern in der Meisterschaft idealerweise wissen, was notwendig ist, um erfolgreich Fußball zu spielen und vor allem auch gegen Mannschaften, gegen Spitzenmannschaften uns dann dementsprechend präsentieren. So war das ja auch in der Winterpause, wo der eine oder andere schon, wir haben verloren gegen Dortmund, gegen die Mannschaften, sondern für mich war aber klar, wie wir gehandelt haben, dass das da in die richtige Richtung geht und nicht ohne Grund wir auch dann so vorbereitet waren, wie ich mir das vorstelle. Und deshalb ist es gut, dass wir gegen solche Mannschaften auch die Möglichkeit bekommen zu spielen. Wie wichtig ist es beim Saisonstart, endlich mal aus dem Pushen zu kommen? Das heißt mal mit Siegen und nicht mit Niederlage. Ja, das ist natürlich das A und O, wenn man vor allem jetzt auch nach dieser Rückrunde diese Euphorie hat, dass man die mit überträgt, auch weiterhin unsere Fans mitnehmen kann mit der Art und Weise, mit einem positiven Ergebnis und vor allem nach den fast 2 Jahren jetzt, wo es echt eine schwierige Zeit für alle war, ja, man dann auch einfach positiv startet und vielleicht auch in dieser Erfolgswelle natürlich dann auch so schnell wie möglich schwimmen kann. Alles klar, danke schön. Danke auch, danke schön.